Und herzlich willkommen zurück zu Meet We Last Light. Wir haben ein Paket nach D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald Sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Fick dich, Korbut. Fick meinen Vater und Morozov. Und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Hör zu. Wenn du hier rauskommst, dann... Tja, dann lebe einfach. Hier, rein da. Das ist der Weg in die Freiheit. Glaub mir, ich weiß es. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, mich in diesen Schächten vor meinem Vater zu verstecken. Aber was passiert denn mit dir, mein Lieber? Ich hoffe, dass du dann keinen Ärger kriegst. Nun, ich wünsche dir viel Glück. Vielen Dank. Krass, krass. Der hilft uns echt, jetzt dahin zu entkommen. Es gibt halt doch noch gute Menschen. Endlich. Setzen Sie sich, Korbut. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Ach, Sie wissen also schon davon. Immerhin leite ich den Geheimdienst. Warum haben Sie die Information dann durchsickern lassen? Verdammte Flüchtlinge, die Polis, die Hanse und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel, ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja, aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören. Ich habe kein Recht! Ich? Mosquin, als Sie mich darum baten, mich um Ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war, da habe ich Ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich Ihre Übernahme unterstützt. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist inakzeptabel. Es ist ganz einfach, Genosse Mosquin. Wir halten alle zusammen, Arm in Arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Korbut, ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Los, machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. Ach krass, okay. Arschloch. Eines Tages. Dass der uns da jetzt nicht sieht? Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung, Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben?
Nur im Notfall. Und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück. Im Dicht der Gondellinie! Okay, mal schauen, was wir sonst noch rauskriegen. Nichts. Jetzt bin ich im echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitsky ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen. Was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. So, Hammer wieder, Eus. Medipack, aber da ist noch so ein Medipack. Tack, 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 tack. Hallo? Hm, geht nicht, okay. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Nee. Jetzt getauscht. Vielleicht habe ich die getauscht. Ich hoffe, dass ich sie jetzt nicht nur weggelegt habe, aber ich glaube, das geht vielleicht gar nicht. So. Wieder neu aufgefüllt. Was gibt es noch? Ja, nichts übersehen. Ha. Ah, verdammt. Wie kriegen wir denn das auf eigentlich? Jetzt müssen wir schauen, dass wir da schleunigst rauskommen. Ohne Probleme. Scheiße. Habe ich mir eine Erkenntnis gefangen? Im Handbuch steht, es ist der rote Draht. Den musst du also durchschneiden. Schneid ihn selbst, du. Ich gehe um die Ecke. Hast du dir schon in die Hose gemacht? Dann schau einem echten Mann zu. Ja, wenn du ein echter Mann bist, warum zittern dann deine Hände? Hände bedeuten einen Scheißdreck. Das Wichtige ist, dass sonst nichts zittert. Okay. Ruhig. Ruhig. Kommen die nochmal hinter oder nicht? Mich nicht. Wie lange dauert das denn? Ich hab's fast. Angst, was? Lass mich mal. Lass mich nachdenken. Na, wie ich sehe, dauert das ewig. Dann kann ich in der Zwischenzeit auch einen Spaziergang machen. Oh, 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 oh. Kommst hinter? Das ist ja mega gut.
Geräusch. Scheiße, jetzt war ich, glaube ich, zu laut. Kommst du hinter? Scheiße, der Schlafmangel macht dich bemerkbar. Schleich da lieber mal. Was? Irgendein Geräusch? Ich dachte ich... Ah, nee. Das ist natürlich eine verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Oh. Ich wollte eigentlich natürlich nicht, das jetzt alles so laut machen. Ich bin so bescheuert. Aber gut. Ich wollte eigentlich die Messer. Deutscher Posten, bitte kommen! Deutscher Posten! Wow, yay! Deutscher Posten, bitte kommen! Deutscher Posten! Deutscher Posten, Golia, wo zum Teufel bist du? Ich bin... Oder er ist weg, nicht ich. Bitte kommen, zweiter Posten! Hey, Golia, du Arschloch! Wo bist du? Ich werde euch nicht weiter in Schutz nehmen! Musst du auch nicht, mein Lieber. Musst du auch nicht. Er braucht gar keinen Schutz mehr. Neuer Eintrag. Eine Sache ist jetzt vollkommen sicher. Die rote Linie bereitet sich auf den Krieg vor. Ohne Tamtam, ohne große Worte. Wie beim Reich versammeln sie die stärkste Armee, die es je in der Metro gab. Und die Stille, die ihre Kriegsvorbereitungen begleitet, erscheint mir noch schlimmer als die Reden der Faschisten. So, gibt es hier noch? Ah, okay. Was zum Teufel macht ihr da? Wer patrouilliert denn auf dem Gelände? Ich alleine? Na los, sagen wir Licht aus. Jawohl. Ivan, bleib. Hast du dich um diese Ratten gekümmert? Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Habe ich jetzt... Ihr Messer, okay. Soll sich die Spezialabteilung umsetzen? Ich spreche Hallo? Von Kriegsraten, Zahnzonale. Die haben sich vermehrt wie verregt. Also, lasst und erledige das. Zack, zack! Jawohl. So, zwei. Hast du die neue Waffe bekommen? Nein, Genosse Kommandant. Der Quartiermeister gibt mir nichts und unterzeichnet auch keine Papiere, solange du nicht da bist. Kann ich nehmen? Zur Hölle mit den Papieren. Und du auch noch. Zack. Oh, ich glaube, das hat jetzt jemand gesehen, oder? Nee?
Okay. Oh, da hatte ich jetzt aber echt Glück. Scheiße, die sehen den doch, oder? Wo zum Teufel versteckt er sich? Ja, ja, der hat mich schon gesehen. Na, kommen Sie? Kommen Sie? Wir erleiden Verluste. So, schön. So gefällt mir das. Muss nur schauen, dass von hinten niemand kommt. Verdammt. Verdammt. So. Ah ja, ich habe mein zwei von meinen Messern wieder. In Ordnung. Marsch! Such die! So. Mann verletzt, ja, ja. Dafür bezahlst du den Schwarz. Dafür lassen wir sie bezahlen. Ich mach euch alle kalt. Meine Schnuckiputze. Vorsicht! Ich möchte nichts übersehen. Alles schön mitnehmen. Ich suche den jetzt aber schon noch. Wunderbar. Das ist doch eigentlich ein schöner Abschluss für diese Folge. Ah, wir schalten ihn aus. Töten tun wir ihn nicht. Ein wunderbarer Abschluss. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann.